Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, hier auf dem Marsch. Ja, nächste Ladung. Jetzt geht's zur Maltorik. Dann ist die Gerste auch alle. Weiz ist noch ein Rest da. Knapp 9000. Dann wir gucken, Sonnenblumen und noch Raps. Für Dieselproduktion. Schau mal, ne? Ja. Mal gucken, wie sich dann er verhält mit Rohmetan, ob das irgendwann mal sich das, hinkommt. Eine Menge mäßig, das ist alle stillstehen jetzt. Die Bunker sind ja voll. Pimentier-Silage ist ja auch voll. Gewicht haben wir jetzt noch 99 Tonnen. Also, weiter wie. Jeweils. Recht müde. Schwäche. Nach dem Essen sind sie mal. Malz habe ich. Ist beim Hafen. Nee. Zwei Autos gleich. Irgend so ein E-Auto-Hersteller hat nur 25 im Monat verkauft. Ja, die will keiner haben. Erstens, weil der Strom aus teuer geworden ist. Zweitens, weil der Schrott ist. Ganz ehrlich. Dann kriegst du mal die Meldung, dass die wieder neue Batterie entwickelt haben. Dann sollst du auch ein Auto kaufen mit der älteren Batterie, ne? Das ist nicht so sinnvoll. Idealerweise wäre das so, wenn das die, wenn man die Batterien so konstruiert werden, dass man sagt, okay, kannst du hier umtauschen. Also so ein machbaren Preis, ne? Teurer ist wie das Auto ist, dann sagst du, oh, das ist Quatsch. Das ist das Problem. Bei Benziner ist das völlig wurscht. Das Ding läuft und läuft. Ne? Den Tank normalerweise kriegst du nicht kaputt. Sind die mittlerweile nicht da? Ach, super, war zu viel. Also, weiß nicht, wie da. Das vorstellen, ne? Das sind die Theoretiker in der Regierung oder in der Wirtschaft, die so nach Hause nicht fahren. Sondern in der Regierung. Oder Fachkräftemangel zu merken ist. So, Wasser ist hier dreiviertel voll. Guck an, ne? Gibt auch Stellen, wo praktisch Wasser nicht voll ist. Ich meine, gut, mit höherer Geschwindigkeit ist aber Brauchbarkeit, ne? Das ist ja halt mal so. Übrigens, schönen Anzug, ne? Hier soweit. Momentan 35 Minuten. Ist zu wenig auf Dauer. So, jetzt vom Raps und näher dann. Erstmal die Straße und dann in Ansicht, ne? Hört sich besser. Ja, eigentlich habe ich ja gehofft, dass im August der Sommer vorbei ist, kühler wird, aber das wird nicht so schnell kommen.
Klar, es soll jetzt mal 2 Tage ein bisschen kühler werden, aber dann soll es wiederholen, sich erholen. Die Sonne hat noch Kraft, hier hat noch die Höhe, das geht noch, noch eine Weile so. Wenn es dann windstill ist, naja gut, dann werden Nächte werden kühler, das ist auf jeden Fall sicher, dass es ist. Wenn windstill ist. Und keine Wolken produziert, ne? Kann man zu sagen. Das machen die auch ganz gerne jetzt. Wetter manipulieren. Also wer sowas macht, ist Verbrecher. Was die verwenden, ist natürlich nicht gerade gesund. Ich habe irgendwas gelesen von einer Whistleblowerin, die das öffentlich gemacht hat. Hier in Boeing gab es auch so einen Fall. Die auf hingewiesen haben, dass die Sicherheitsvorschriften nicht so genau nehmen. Im Profit. Aber erstaunlicherweise sind die dann bald gestorben. Also das ist ein Krimineller, kann es sein, ne? So, die erste war alle. Hafer alle. Raps. Aber wie den berühmten Film bei Mafia und so, dass da das dann echt auch so ist, ne? Ich wüsste gar nicht mal Trikale Futterhülsen, ne? Weil das war eine große Aufstellung. Futterbeschaffung. Das lohnt sich nicht mehr. Tut weh. Voll! Gewicht 90 Tonnen. Oh. Hier, volle leer, das gibt's doch gar nicht. Aber eine Schafe kommen. Ja, wir haben keine Baumwolle. Baumwolle. Ja, ich meine. Würde im Norden nicht wachsen, also wird nicht funktionieren. Das funktioniert nicht mal, auch nicht mal im Süden von Deutschland, auch in Italien nicht. Das ist einfach Witterung wird sich zulassen. In Indien ist ein, ja, ist ein Land oder hier in den USA, wo die Indien noch viel mit Handflücken. Kasachstan um die Ecke da oben teilweise. Asien praktisch da oben, Pakistan da oben. Ja gut, jetzt haben wir schon mindestens Maschinen, ne? Eine Frage, ob wir sie in die leisten können, beziehungsweise wenn genug Leute da sind, die das voranpflücken können. Das ist immer so eine Abwägung, ne? Hast du Haufen Arbeitslose, die musst du dann praktisch durchfüttern, also mitversorgen und die Maschine halt bezahlen. Dann ist es oft klüger, man beschäftigt die Leute, dass sie ihr Geld verdienen können. Und gut ist, ne? Oder man gibt ihnen das Land und müssen halt was anbauen, was sie von leben können, ne? Weizen oder andere Früchte halt. Da müssen halt die anderen zusehen, wie sie Baumwolle herkriegen. Oh. Ist ja so, ne? Aber auch brauchen sie Devisen, heißt das immer exportieren. Aber da wollen sie jetzt auch was Neues machen hier von der Rückstaaten. Dass sie intern mit eigener Währung kaufen und verkaufen. Gefällt den USA natürlich gar nicht. Die kann man auch, ne? Ich könnte gleich Schweinefutter mitnehmen. Wollt er jetzt weiter oder steht er?
Schweinefutter und Lager reingeben, ne? Weil Schweine dürfen genug Futter haben. Ja, Nahrung ist. Könnte man es reingeben, ne? Das könnte man tun. Da war es noch richtig voll. Ja, noch einmal Sonnenblumen und dann haben wir es hier da, ne? Ja, gib mir so vorwärts Zeit, ruhig ein bisschen auf 3 stehen lassen. Ja, draußen schummrig, ne? Um 20 Uhr. Naja, man merkt jetzt jeden Tag, dass das früher dunkel wird. Kommt in dunkle Jahreszeit. Ist ja bald Sommersonnenwende, ne? Im September. Da ist auf jeden Fall kühler. Ist halt so, ne? Nichts ist für die Ewigkeit, ne? Auf der anderen Seite sollen die anderen auch entsprechend Arbeit haben, ne? Im Skigebiet, ne? Warum da Schnee? Dazu muss es kühler werden. Aber nicht vor, wenn wir es ist nicht so weit. Nee, Kanonen und so. Die können erst arbeiten und draußen frost ist. Also. Oh, tagsüber vor allem. Dann taut er gleich wieder weg. Aber dem müssen wir leben, dass im Prinzip die Gletscher mal wieder weniger werden. War ja vor vielen, vielen Jahren ja auch schon mal so. Ne? Ist ja auch so. Ist immer ein Kommen und Gehen. Hat Vor- und Nachteile. Wenn es kälter wird, ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Silage, Gras-Silage, Wolfram. Könnten wir verkaufen, wenn das anders ausreichend ist. Ups. Uch, jo. Brauchen wir eigentlich recht viel, also haben wir recht viel angesehen. Wir gehen schon mal vorwärts. Mal schauen, die freien Flächen hier für, ja, fürs Gemüse, ne? Zwiebeln, Karotten, zum dritten Mal. Hey, Schweine, kommt Futter jetzt hier extra. Halbe ungefähr. Apfel. 57.000. Von Raps und von Sonnenblumen. Die Abfälle sind ja nicht schlecht, das ist ja alles das Futter ideal noch im Prinzip, ne? Warum das gute Zeug wegwerfen? Könnte es auch eine BGA reingeben, ne? Kein Thema, wäre auch eine Möglichkeit, ne? Das würde auch gehen. Bakterien nehmen alles. Die passen sich an. Ungefähr 57.000. Bremst nicht der Bursche.
Dann schon, aber halt schwer. Ebay. Kurzen Beine betreten. So. Grün draußen. Oder hier im Spiegel am Fenster. Gleich mal gucken. Die produzieren so wenig Methan. Futter bekommen, ne? Mampi Mampi. Grad ja, wie viel Grad war noch? Wahnsinn. So, Sonnenblumen. Muss auch noch da sein, dann mal was. Nee. Mais wirst du aktuell nicht wohin? So, wir laden mal eh auf. Schönen Dank für das Einschauen. Schönen Samstag und schönen Sonntag und morgen. Bis ciao und bis nächstes Mal. Tschüss. So.